Nee, das finde ich abartig. Also schon der Gedanke daran. Das ist so, als wenn ich dir sage, ein bisschen Schwein, aber nur ein bisschen. So. Ja, ja. Und schön, dass ihr am Start seid. Aus Frankfurt, ich habe gerade ein Video abgedreht. Es geht jetzt zum größten Döner auf Social Media. Unglaublich 140.000 Abonnenten plattformübergreifend. Und meine Mission ist natürlich, meine bescheidene Mission jetzt zu sagen, ist der Döner dadurch auch gut? Oder ist er einfach nur Abonnenten? Keine Ahnung, wie das macht. Oder schmeckt er auch? Das fragen wir uns jetzt ungemein. Wo gibt's den Döner? In Dieburg. Ja, du schmeckst es sicher. Da flitzen wir jetzt hin. Der Kollege bewertet auch sogar, nimmt sich raus, andere Döner zu bewerten, bewertet sogar seinen eigenen Döner und macht ganz viel auf Social Media. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Frankfurt. Und? Nee, gar nicht, war nach Dieburg. Und lasst die Kommentare glühen und den Daumen oben unbedingt ganz doll glühen. Denn das Video muss viral gehen. Kommentar, random 50 € Gutschein, einen aus den Kommentaren, suche ich raus. Guckt euch die letzten Videos an. Ich glaube immer wieder irgendwelche, macht ihr das oder nicht? Guckt es an. Dauert immer 1-2 Wochen, dann mache ich das. Überall angepinnt. Zack, fertig aus. Wir fahren dahin jetzt und jetzt geht's los nach Dieburg. Euch? Ja, läuft, Mann. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir wollten jetzt Döner snacken kommen. Achso, Leute. Wir sind direkt hier am Start beim D-Döner. Nick war das, ne? Nick, ja, genau. Nick und? Emirhan. Ja. Du bist Sohn vom Chef, oder was? Nee, Mitarbeiter. Mitarbeiter. Und den Chef willst persönlich. Weißt du, was für eine Frage ich mir stelle, ne? Guck mal, du machst so viel auch in Social Media, ne? Ja. Und Welle und hier und da. Ist das so wie, sag ich mal, es gibt so Produkte auf dem Markt, die kann man kaufen, die machen voll viel Werbung und du kaufst sie und die sind für den Arsch. Mal gucken, probieren und überzeugen lassen. Okay, also da steckt was hinter, sagst du auch. Okay, ich hoffe es. Okay. Mein Geschmack ist mein Döner sehr gut, ja. Aber Geschmäcker sind verschieden. Okay. Du testest auch einige Döner. Ja, ich habe schon gesagt, du testest auch und bewertest deinen Döner auch selber. Das fand ich geil, ja, ne? Hab ich auch gemacht, aber war cringe ein bisschen. Hab ich gesagt. Und dann testen wir den D-Döner. Perfekt belegt. Rot, perfekt auf jeden Fall. Die Soße passt sehr gut dazu. Und 1 bis 10, ein 9,5 geben wir selber. Mashallah auf jeden Fall. Was sagst du denn, dein eigener Döner, wenn du so sagen müsstest, 1 bis 10? 9,5. Ich esse schon meinen Döner seit 30 Jahren, nur zur Info. Und was macht den besonders, würdest du sagen, dein Döner? Döner Classic, was in den 90ern war, so machen wir den. Dann gucke ich mal hier einmal nach, so inspiziere mal ein bisschen. Guck mal, was ich hier so antreffe. Reines Kalbfleisch. Reines Kalbfleisch, ja. Genau. Richtig Lagenfleisch drauf, das siehst du auch hier. Wir haben den jetzt fast 5 Jahre selber gemacht. Ja. Da habe ich eine Firma ein, der für mich nur macht das gleiche System. Ja. Aber ab Sommer vielleicht machen wir selber. Okay. Ich guck mal nochmal Salat an. Wir machen nur Salat, Tomaten, Zwiebel, Kraut rein, nichts anderes. Mit Knoblauch, ohne Knoblauch und Chili Hopsoße, alles auf Mayonnaise basiert. Okay, also ich sage ganz ehrlich, ich dachte jetzt, was ich hier warte, 1000 Sachen so, ne? Weil so genau habe ich da auch wieder nicht geguckt, wie die Aussage ist. So, der Bommeldöner ist der Bommeldöner, aber der kommt von überall her, nur wegen dem Döner. Der Bommeldöner ist das, die Spezialität. Da ist ganz normal Dönerbrot, Fladenbrot, da ist Crispy Chicken drin, Cheddar-Käse, da kommt Salat, Tomaten drauf, Dönerfleisch und dann Sucuk und dann Käsesoße noch drauf. Okay, also sagen wir so, ich würde ihn probieren, aber ohne Käsesoße. Aber du isst mit Käsesoße. Ja, manchmal. Ich esse normalen Döner am liebsten. Ja, ja. Mashallah, sag Mashallah. Mashallah. Nicht, dass ich weggehe hier. Dann beginnen wir mal einfach mit einem Klassik-Döner. Den fresse ich dann auch undercover. Okay. Weil wenn ich schlecht bewerte, dann darfst du natürlich nicht dabei sein, weißt du? Kein Problem. Ich habe schon mittlerweile auch Erfahrung mit das recht. Komm ich mit der gleichen Frisur raus wie du, weißt du? Ja, ja, da siehst du hier wieder Wand auf. Und auf YouTube tun mich ja viele haten oder cringe, dass wir Fleisch schneiden und den Warmbehälter reinmachen. Das kennt keiner, sagen die. Ja. Aber wir machen es immer so. Das ist bei uns seit 30 Jahren so. Kommt den Wärmebehälter rein? Ganz kurz nur, dass wir dann direkt weitermachen können. Okay. Arbeiten können. Dass der nicht herumliegt, weil bei uns der reine Kalbfleisch nicht das gleiche Fett liegt. Man muss ja auch sagen, Leute, bei vielen Dönerläden liegt es einfach unten in der Auslage. Genau. Macht denn gar keinen Unterschied, ob man es kurz da reintut. Habe ich in Dänemark das letzte Mal gesehen. Da haben die es auch so gemacht. Wenn das da nicht 10 Jahre liegt, das kann man natürlich nicht nachvollziehen, aber es kann auch da der Fall sein, in der unten der Ablage. Also nehme ich erstmal so, wie es ist. Ich bewerte den Geschmack. Also ich habe mit Ersten nochmal geredet. Dönerfleisch, Top-Qualität, das steht fest. Also klar, bestelltes Fleisch, aber eigene Gewürzmischung, sagen viele, gebe ich euch recht. Zum Schluss zählt der Geschmack. Ich will erstmal, dass es sich raushebt. So. Was ich nicht will, ist ein Standarddöner. Ob jetzt bestellt oder nicht, aber es soll nicht so, ich beiße da rein und dieses. Oh, der Inbegriff von Standard, da habe ich keinen Bock. Dann gibt es natürlich noch diesen Pummeldöner, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und ja, Mann, jetzt gibt's Döner. Erstmal ein Döner. Ein Döner für dich. Nochmal zu der Sache, die ich eben gesagt habe. Ne? Bewertung habe ich dir ja gesagt, ob gut oder schlecht. Ne? Die Bewertung siehst du dann erst im Video. Okay, bin einverstanden, unterschrieben. Jetzt auch erstmal interessant, wie ist die Vorgehensweise. Ne? Da kannst du natürlich, jeder macht es anders. Soße, Brot rein, Soße oben rein, erst Salat, erst Fleisch. Stay a while.
Und das zweite wird lang, du bist Profi, ich hab's gehört. Ja, das muss. Wir sehen uns gleich wieder essen. Lass es schmecken. Danke, danke. So Leute, wir werden jetzt hier vorne snacken. So sieht er aus schon mal. Schön geschichtet. Er ist mit Herz und Seele dabei, das ist schon mal sehr gut. Das fließt meiner Meinung nach ins Produkt über. Die Liebe kommt da rein. Ich würde sagen, hier snacken wir direkt nochmal, ne? Ja, komm, hier ist gut. Herzdiagnose kriegt ihr von mir ja meistens direkt. Standardbrot ist nicht schlimm. Brot, sage ich euch, kann ich am leichtesten verzeihen. Manchmal schmeckt auch dieses normale, einfache Fladenbrot einfach gut. Schöne, angenehme Schärfe. Schöne, süße Soßen. Angenehm. Angenehm. So ruhig. Entschuldigung. Ja. Voll die Stille. Das kenne ich gar nicht. Ja. Du hast die Stille im richtigen Moment unterbrochen. Bewertung und den Rest zu dem Döner kriegt ihr von mir nach diesem Bommeldöner. Bommel! Ach, Bommel! Kriegt ihr nach diesem Bommeldöner. Wir werden jetzt erstmal den Bommeldöner. Wollen wir probieren? Den wollen wir probieren, oh, ja. Oh, hast du Hunger so viel? Ich dachte, klar habe ich Hunger. Mach klar. Dann machen wir das mal, oder? Machen wir fertig. So Leute, wenn ihr Brot reinmacht, ja, erste Mal rein, so lassen und nach in der Mitte von der ganzen Zeit noch einmal drücken, das ist innen flauschiges, außen knuspriges. Wieso, wie machen manche falsch? Wie machen manche die was? Drücken, da drücken, drücken, die haben keine richtige Restes. Federn und das drückt rein, das ist dünn ohne Ende. Der Kunde oder der essen will, hat ein knuspriges Brot zwar, aber das bricht auseinander. Das ist lange Wissenschaft, also langes Forschen wahrscheinlich. Ja, und wenn du das Brot rausholt, immer mit der Hand, bloßen Hand rausholen, nicht mit dem Grabscher oder so hier, dann kannst du das Brot gar nicht erfühlen, wie knusprig das ist. Du kannst Hitze auch gut achten. Ja, klar. Guck mal hinten, gib das mal an. Guck mal, wie nicht die raus sind, die sind weich. Die sind weich. Hast du gesehen? Dönermann immer so. Gut an. Ja. Okay. Hände waschen. Sagen die Frauen nochmal was. Ja, das ist krass. Ja, das sagen die auch bei mir, Auto. Weißt du aber. Wollen wir aufpassen. Auto ist so eine Trennbahn. Ja. Ah, okay. Ja, glaub mir, Achmed immer mit seiner Hand wackelt immer langsam hier rüber und guckt auf euer Hand. Weißt du, was ich damals von einem Urtürken gelernt habe? Das war der Türke aller Türken, kann man sagen. Der hat gesagt, die Sucuk von Egetürken mit dem gelben Etikett. Die haben wir. Ehrlich jetzt? Warte. Oh. Das sind die besten. Die Leute. Ja. Emre, Egetürk, das ist nicht so scharf. Die kleinen, die abgepackten, sind schärfer. Ja. Das sind nicht so scharf. Du hast was drauf. Genau, danke. Drauf, alles wieder. Qualität muss sein. Also Grüße an Hakan von der Therapiestation damals. Eigentlich musst du ihn so nehmen, wie er ist. Nein, geht nicht. Dann schmeiß ich ihn weg, weil ich finde das widerlich. Aber das ist ja ganz, da machst du ganz dezent. Nein, nee, das finde ich abartig. Also schon der Gedanke daran. Das ist so, als wenn ich dir sage, ein bisschen Schwein, aber nur ein bisschen. Du weißt? Ja. Alufolie nehme ich gleich so in die Hand. Nee, alles auseinanderfallen. Nee. Hier essen davor. Kannst auch drüben neben dran essen, ohne dass wir da sind. Okay, machen wir so. Wir haben noch einen Raum. So. Perfekt, bis gleich. Ich komme gleich rüber. So Leute, der macht jetzt echt, also ich gebe aber das Beispiel Burger. Du kannst echt einen räudigen Burger machen, machst billig Schablettenkäse drauf und das Ding schmeckt einfach. Hier noch Sucuk, das Ding muss schmecken. Ja, es ist echt, boah, das knallt echt alles runter. Da muss ich mich erstmal durchkämpfen, wirklich. Also maximal intensiv. Mehr kannst du dazu nicht sagen. Das Boom, das brennt schon im Mund, so intensiv ist das. Dafür ist nicht die Schärfe. Ich stell mir gerade vor, Vollsucht. Nächsten Tag schiebt's Kater. Oder am Abend auch Vollsucht, ballerst du das rein. Ich glaube, das ist der Inbegriff, das ist voll Erfüllung. Das ist das Glück in Person. Außergewöhnlich, so kann man einfach sagen. Also nicht nur, das ist Fastfood-Charakter Deluxe natürlich. Gibt es aber Schlimmeres, denke ich, weiß ich nicht. Aber das ist einfach, das ist zu viel, Mann. Das ist einfach so, oh, das überwältigt dich. In jeder Hinsicht überwältigt dich das vom Geschmack. Was irgendwo geil ist, kann ich nicht anders sagen. Aber ich fühle mich so als, keine Ahnung, hätte ich was mit meiner Schwester gehabt gerade. So fühlt sich irgendwie falsch an. Also geil, aber weil so, dass der Endbegriff von Sucuk, Melzkäse, Dönerfleisch. Chicken Patty aus dem TK, also das ist krank gerade, Mann. Das ist krass, ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Wenn ich Serie gucke und selber esse, muss ich 4-5 Stunden lauter machen, weil ich sonst nichts mehr höre. Ehrlich.
an. Mhm. Wenn ich zu irgendeiner Fastfood-Kette Pizza-Service gehe und eine Hotdog-Pizza bestelle mit Remoulade drauf und allem möglichen, dann erwarte ich das so. Und wer das hier bestellt, der erwartet auch irgendwie eine Geschmacksexplosion. Und ich bewerte es jetzt einfach so, in dem Sinn, dass ich mich hineinversetze und das bestelle, weil ich da mega Bock drauf habe. Auf irgendwie Käse, Sucuk, alles zusammen. Da muss ich einfach sagen, ich glaube, wer das bestellt, kommt voll auf seine Kosten. Und da würde ich beinahe sogar 8 Punkte geben. Ehrlich, würde 8 Punkte geben, weil es einfach eine Geschmacksexplosion ist. Schmeckt einfach geil. Ich kann es nicht anders sagen. Ich würde das Hähnchen sogar noch rauslassen. Also ich finde, das stört den Geschmack sogar eher. Aber sieht das jetzt nicht ein Döner-Ranking? Überhaupt nichts damit. Ich sehe das als jemand, der das bestellt und das kriegt, was er will. Und das ist einfach Geschmacksexplosion. So, jetzt gehen wir nochmal zur normalen Dönerbewertung rüber. Also sagen wir mal so, Fleischgeschmack ist äußerst dezent. Ich hätte eher so, boom, 1 Milliarde Gewürze, Geschmacksverstärker, pur Bombe gerechnet. Angenehme Soßen, gutes Brot, durchweg gutes Produkt. Das kann man nicht anders sagen. Also guter Standarddöner. Ein Bekannter von mir hat es mal so gesagt, manche wollen diesen Standardgeschmack, wollen diesen Standarddöner und dann aber bitte in gut und nicht in schlecht. Und da sind sie hier genau an der richtigen Adresse. Wer vielleicht mein 200 Tonnen Spezial gesehen hat, falls schon draußen ist, habe ich nochmal was zu meinem Ranking gesagt, dass es wirklich strenger geworden ist inzwischen. Das ist eine 7,2 in meinen Augen, aber wirklich lecker. Da versteht mich nicht falsch. Da drin, jemand, der einen Standarddöner sucht, der lecker ist, unbedingt da richtig. Aber ich kann da nicht groß was vorheben, weil es ein stabiler, gut umgesetzter Standarddöner ist. Also Ersin, ich habe mir das vorbehalten mit dem, falls ich das jetzt scheiß bewertet hätte, hätte ich keinen Bock jetzt auf die Diskussion, ne? Ich muss sagen, ich hab gesagt, einfach wer Döner möchte, hier kriegst du leckeres Essen, kommst auf jeden Fall auf deine Kosten. Klar, es ist irgendwo ein Standardprodukt, aber du hast das schon richtig gut rausgeholt. Aus diesen Standardsachen, das Fleisch ist jetzt natürlich nicht wie bei irgendwie meinen Top 3 selbst gemacht, ja, irgendwie. Genau. Aber du hast gutes Fleisch, du hast gute Soßen, gut zusammengelegt. Ja, so kommst du auf einen leckeren Döner. Und das dein Bommeldöner, den habe ich sogar eine 8 von 10 gegeben, weil wenn du das bestellst, willst du sowas und dann bockt ja, das, dann bockt das rein. Das ist zum Anlocken der Leute. Das ist wirklich, die Leute kommen deswegen her. Normalen Döner verkaufe ich am liebsten. Ich esse auch selber den Döner selber. Ich esse jeden Tag einen Döner seit 30 Jahren. Unsere Kunden sind zufrieden. Mhm. Das ist wichtig bei uns, dass die Kunden zufrieden sind, immer da sind, immer gleich Geschmack haben seit 30 Jahren. Ja. Das zählt für mich. Und hier wirst du nicht enttäuscht, Ersin. Ich danke dir für die Action. Danke, hat Spaß gemacht. Auch. Auf jeden Fall hat sich ja gefreut. Ja, und wer weiß. Vielleicht sehen wir uns dann nochmal wieder. Ne? Inshallah. Man weiß nie, wo man einen trifft. Bis dann, Ersin. Abnehmen? Jawohl. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst mir unbedingt einen Daumen da und einen Kommentar.